Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen aus dem noch verregneten Hockenheim. Ja, ich gucke mich um. Es gibt wieder ein bisschen was zu erleben. Und zwar startet hier und jetzt der R3 Cup. Das wird sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt. Wen ich hier vor die Linse kriege, natürlich alles unter höchsten Auflagen. Und ihr seht, es wird hier tatsächlich nur gefahren und das, was sonst so ein Spirit ausmacht von der Veranstaltung, klar. Wir machen das jetzt so ein bisschen in einer anderen Form, sodass wir einfach, dass ich mir die Leute einzeln schnappe, ein paar Interviews führe. Das wird bestimmt sehr spannend. R3 Cup, total spannend, viele Neulinge, ja. Paar Mädels dabei, paar alte Hasen, obwohl die noch gar nicht so alt sind. Richtig spannend, oder? Ihr bereitet quasi mit dem R3 Cup die jüngeren Leute, aber nicht nur jüngere, vor auf Größeres. Ganz genau, ja, hauptsächlich jüngere, aber Wir haben die Altersgrenze nach oben so ein bisschen gelockert, also da sollte das Alter jetzt keine Rolle mehr spielen. Nach unten sind wir mit 12 Jahren Einstieg ein Jahr absichtlich unter dem Einstiegsalter der IDM 300. Das bedeutet, der R3 Cup ist praktisch für Nachwuchsfahrer, für junge Talente, das ideale Sprungbrett dann eben auch in die höheren Klassen. So, ich habe mal hier auch meine Jacke angezogen. Das ist ein Community-Ding. Fühlt man sich doch direkt besser, ist doch klar. Du sagst 12 Jahre. Ja, genau. Wahnsinn. Er ist 12. Also auch der Jüngste im Feld, oder? Mit Abstand, ja. Mit Abstand. Ja. 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 Tipptopp jetzt. Also jetzt läuft es langsam. Sind wir mal gespannt, wie das dann am Ende des Tages sich rausgeht von den Zeiten her. Jetzt so als ehemaliger Superbiker, wenn du jetzt da an der Boxenmauer stehst, ist schon, fühlt sich komisch an, fühlt sich irgendwie falsch an, oder? Ja, also jetzt kommen manchmal so Situationen vor, wo ich teilweise gar nicht hinschauen kann. Also okay. Was ich mir früher nie gedacht hätte, dass ich mal in so eine Situation komme überhaupt. Ja, ja. Aber teilweise macht er ja so verschiedene Manöver, wo ich mir denke, puh, also da kann ich da nicht hinschauen, aber okay. Er macht es schön und ist schon toll. Also man erlebt das Ganze emotionaler mit dem eigenen Kind, als ich selber gefahren bin. Ja. Muss ich echt sagen, das ist, wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich das nie geglaubt. Ja. Wie der damals zu Motocross-Zeiten sein erstes Rennen gewonnen hat, dass mir die Tränen runtergelaufen, das war für mich so emotional wie der größte Erfolg zu meiner Zeit. Also es war echt super, ja. Es ist einfach super cool zu sehen, wie die Fahrer eine Entwicklung durchmachen, weil wir haben hier Riding Coaches, wir haben Dario Giuseppetti. Aus der Kiste auf die Piste. Genau so, ja. Der eine ganz, ganz tolle Nachwuchsarbeit macht. Wir konnten Sandro Cortese für uns gewinnen. Hallo zusammen. Der ja lange Teil der Yamaha Racing Familie schon ist. Und jetzt auch Markenbotschafter. Ganz genau. Ist, ne? Und zu seinen Aufgaben gehört auch das Riding Coaching im Yamaha R3 Blue Crew Cup. Und also zwei super, super tolle Riding Coaches, die wir da haben. Ich bin sehr, sehr froh und die können den Kids so viel mit auf den Weg geben und die können echt viel, viel von deren Erfahrung profitieren. Hallo. Hallo, lieber Jens. Da kennen wir das Gesicht, kennen wir doch. Warte, guck darf mal. Ich kurz? Hallo. Mit Auftrag und die Juliane. Hallo. So, und wie fühlen Sie sich denn heute so im Auftrag? Es könnte. Der Motorrad unterwegs. Im Auto. Ja, ich fühle mich gerade noch ein bisschen kalt und ich habe noch kein Moped. Also von daher ist nicht so schlimm, dass es kalt ist, aber ich hätte jetzt gern Moped und besseres Wetter, dann würde ich mich besser fühlen. Okay, aber Wetter soll besser werden und was ist mit dem Motorrad? da muss ich gleich bei Marvin nochmal nachfragen. Also eine R3 schwirrt ja wohl irgendwo in irgendeinem LKW rum und muss noch ausgeladen werden und ach, dann gucken so. Wir mal. Sandro Cortese, meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Hallo zusammen! Sehr coole Neuigkeiten hier, Markenbotschafter jetzt für Yamaha. Ganz geile Geschichte und du bist auch zuständig
fürs Coaching für den Nachwuchs dann, oder? Ja, ich bin mega stolz, wieder in der Yamaha-Familie zu sein als Markenbotschafter und auch im R3 Blue Crew Cup. Also für mich auch einfach schön, den Jungs und Mädels was mitzugeben, was ich über die Jahre gelernt habe. Und das einfach klar, jeder muss seine Fehler machen in dem Werdegang als Rennfahrer, aber dass ich einfach meinen Teil den mitgeben kann, dass man die kleinen Sachen vielleicht schon ein bisschen ausmerzen kann, sagt, du mach das lieber so. Ich habe da selber eine Erfahrung damit gemacht und ist dann schön zu sehen, wie die das dann gleich umsetzen. Letzte Saison hier im R3 Cup. Zweites Mal auf der Rennstrecke. Zweites Mal auf der Rennstrecke, wow, weil das sieht alles doch so fresh aus. Hier ist auch erster Tag heute. Sehr günstiger Einstieg in den Rennsport. Ja. Was muss man rechnen? Paketpreis, gibt es da sowas in der Art? Wir haben ein Komplettpaket, im Prinzip rundum sorglos. 10.900 Euro kostet das für das rennfertig aufgebaute Motorrad. Also du musst nichts mehr selbst erstmal zusammenbasteln, sondern rennfertig aufgebaut. Komplett mit allem, was dazugehört, mit Auspuffanlage, Verkleidung selbstverständlich. Ein echt ordentliches Fahrwerk. Also alles drum und dran bis hin zum Regenlicht ist dabei. Eine Lederkombi, ein Maßlederkombi von X ist dabei. Helm von X-Lite, Stiefel von Daytona. Also da ist echt rundum sorglos Paket. Paket kaufen, auf die Rennstrecke fahren und dann kommen 4.200 Euro Startgebühr in diesem Jahr dazu für die Rennen im Rahmen der IDM. Und ja, dann ist man hier dem nächsten Karrierestep schon ein ganzes Stück näher. Ja, jetzt sind gerade die R3 auf der Strecke. Geiler Sound. Strecke ist auch trocken, wie ich auch angekündigt habe, liebe Freunde. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Hallo! Was gibt es denn? Gibt es schon Fortschritte zu verzeichnen? Gibt es irgendwie? Ich würde mal sagen, ja. Also die Abstände verkleinern sich nach vorne. Und okay. Ja, und ich denke mal, dass das Wetter natürlich da auch mit reinspielt. Jetzt kann man ein bisschen besser dem Asphalt vertrauen. Aber schaut schon ganz gut aus, ja. Jetzt klappt's. Jetzt erstmal noch ein bisschen dran gewöhnt, weil ich habe auf der Straße angefangen ganz normal. Ja. Halt jetzt alles andersrum, Schaltung andersrum. Genau. Erstmal Kilometer machen. Kilometer sammeln. Ja. Job. Meine Damen und Herren, Michael Galinski hier am Start hier. Also ein Urgestein kann man schon sagen. Ne? Du bist, was war zuerst da, das Motorrad oder du? Also Urgestein hört sich jetzt so alt an. Also ich bin ja in den besten Jahren. Ne? Ja. Nee, ist wirklich, ich habe eigentlich meine ganze Rennkarriere bis auf eine kleine Unterbrechung auf Yamaha verbracht, bin damit auch deutscher Meister geworden, ist ewig her. Aber ich kann immerhin sagen, Superbike-Meister hatte ich schon mal. Hast du die Motorräder vorbereitet für den R3 Cup? Erzähl doch mal, was ist das für ein Volumen? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr bereitet Hightech Superbikes Motorräder vor. Also wenn man mal einen Post sieht, wenn du Motorrad putzt, dann liegt meistens der Motor daneben. Also das muss man sich ja ein bisschen anders vorstellen. Das ist richtig, obwohl ich sagen muss, der R3 Cup ist wirklich von den Komponenten, die freigegeben wurden und die auch wirklich auch teilweise durch Sponsoren an diesen Motorrädern rangekommen sind, wirklich ein gutes Paket ist. Ne? Also da ist nicht nur eine Verkleidung rangekommen, sondern wir haben zum Beispiel auch die ECU gewechselt, wir haben Mapping dafür erfahren, alle aber so, dass alle für alle das gleiche ist. Wir haben dieses Mapping gesperrt, aber es sind viele, viele Sachen rangekommen. Wir haben definitiv von Bremsleitung über Auspuff, über selbst Luftfilter, wir haben die ein bisschen mehr Luft gegeben, wir haben den Luftfilterkasten ein bisschen geöffnet. Also viele Sachen, dass die Jungs auch Spaß haben, weil so eine R3, die strotzt ja nicht vor Leistung, aber ich glaube, damit kann man jetzt wirklich Spaß haben. Wie ist das, wenn jetzt noch jemand kurz entschlossen wäre? Gibt es da die Möglichkeit, auch noch einen späteren Einstieg zu wählen oder ist das jetzt durch? Ja, man sollte natürlich schauen, dass man im Idealfall vor der Saison einsteigt, um komplett alle Rennen mitzunehmen.
Du kannst natürlich auch ein Rennen später noch einsteigen. Momentan ist es sogar so, wir haben noch genau ein Motorrad rennfertig aufgebaut, was wir jetzt jemanden dann praktisch auch bis zum Lausitzring-Auftakt schon übergeben könnten. Mit Maßlederkombi wird es bis dahin schwer, aber dann findet man da auch eine Lösung für diesen einen Termin. Aber im Prinzip, einen Platz haben wir. Einer von euch könnte in Lausitzring, am Lausitzring schon am Start sein. Ja, cool. Also wenn da mehr Informationen gebraucht werden, benötigt werden, einfach mal auf der Yamaha-Page gucken, oder? Genau, yamaha-motor.de, da findet man alle Infos und den direkten Kontakt zu unserem Orga-Team. So, um euch mal zu zeigen, wie das denn muss und wie es komplett regelkonform ist, also das wäre quasi ein solches Referenzmotorrad mit Änderungen im Fahrwerk, das kannst du hier oben ganz gut erkennen, also das ist quasi, die Außenhülle ist original geblieben, aber das, was innen drin ist, ist anders. Dazu gibt es schon ein Video, da könnt ihr auch gerne mal gucken, da haben wir dann die Innereien von der Teneré mal getauscht und somit bleibt nur dieses äußere Erscheinungsbild in der Serie. Hinten hat man es sich ein bisschen einfacher gemacht, da findet man Ölinsdämpfer, der einstellbar ist im vollen Umfang, also in der Druckstufe, das ist hier dieser Behälter, in der Zugstufe, das ist hier dieses Stellrad und in der Federvorspannung. Also hier kannst du dich so ein bisschen auslassen. Dann haben wir den Quickshifter, aber eben nur zum Hochschalten. Dabei kann das Gas auf der Vollgasstellung verweilen und dann ohne Kupplung einfach hochballern. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wen ich genau hier mit diesem Video anspreche. Dann gehen wir mal hier rüber. Da haben wir noch so einen Protektor. Der ist auch Pflicht. Also da, wenn man jetzt rennmäßig unterwegs ist, ist das natürlich so ein Pflichtartikel. Hat man irgendwann mal zum Pflichtartikel gemacht im Racing-Bereich, damit man nicht Gefahr läuft, auf die Bremse aufzufahren. Was natürlich von den Folgen verheerend wäre. Wie der Michael uns schon erklärt hat, da haben wir hier noch eine verbesserte Leitung, also eine andere Bremsleitung ist hier montiert. Dann sehe ich hier auch einen geänderten Lenkanschlag. Das ist vielleicht wieder für die Kamera schwer zu sehen. Das silberglänzende Teilchen hier. Ja, und dann gucken wir einfach mal runter. Da sehen wir dann die Krümmer und das Ganze geht hinten in ein Akrapovic. Ja, wunderbar. Und natürlich Regenreifen, wenn es nass ist. Dann haben wir noch so ein bisschen Protection hier für das Motorgehäuse bzw. für die Seitendeckel-Cover sind hier noch angebracht. Natürlich Seitenständer entfernt, ganz, ganz wichtig. Und eine Finne, das Teilchen sieht so aus. Ja, das soll verhindern, dass man hier hinten ins Kettenrad reingerät, wie das auch immer funktionieren soll. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch hier so eine Racing-Komponente. Dann, was auch ganz interessant ist, dieser geschlossene Bug. Also dieses Verkleidungsunterteil muss in der Lage sein, sollte mal irgendwas am Motor sein, dass das Öl darin aufgefangen wird. Das kommt vom Reglement, von den Großen ist es abgeleitet. Also so, dass das im Endeffekt ja wie eine kleine Rennmaschine funktioniert. Das sieht schon nach sehr viel Routine aus bei dir, ne? Alles hier so in Ruhe, alleine am Schrauben. Ja. Wie bist du so zufrieden? Du bist ja jetzt schon etwas länger dabei. Ich fahre seit 2 Jahren erst Motorrad. Ja. Ja. Und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit für mich, viel zu lernen. Ja, ja. Von den anderen viel zu lernen. Die sind alle ganz hilfsbereit. Was sagst du so von den Coaches, die am Start sind? Was ist da los? Was ist da los? Ich bin kaputt. Hat sie dich geschafft? Ja, sie hat mich geschafft, aber ich habe sie lieb. Oh, okay. Ja, so Fazit, so nach einem Tag heftig im Kreis fahren, Das ist schon mal richtig cool. Also ja, damit lernt man nochmal ein ganz anderes Fahren. Ne? Also ich,
wir sind ja verwöhnte Journalisten, so wir fahren immer nur 600er und Superbikes und dann setzt dich auf so ein Ding und musst auf einmal irgendwie Speed mit in die Kurve nehmen. Auf einmal? Ja. Sehr geil. Bockt. Weiß nicht, bist du sowas schon mal gefahren? Ja, aber und? Jetzt nichts Aktuelles, aber das ist schon sehr spaßig, auf jeden Fall. Ja. Hey. Hier musst du ganz schön rühren, ne, mit dem kleinen Möppchen. Das ist auf jeden Fall spaßig und absolut empfehlenswert, wenn man denn hier so einen Einstieg sucht. Also das ist so, R3. Bist du denn auch schon mal dein Produkt gefahren oder steht das an? Also das steht wirklich noch an, weil ich habe immer so ein bisschen Bedenken. Mittlerweile drücke ich so fast 100 Kilo auf die Waage und ich fahre noch relativ viel Motorrad, aber meistens probiere ich dann schon von meiner Superbike-Fahrer die Motorräder mir mal auszuleihen. Aber ich bin in der R3 noch nicht gefahren, aber der erste Grund, warum ich das nicht gemacht habe, war auf dem Prüfstand. Ich habe die ja da wirklich auch abgestimmt. Ich habe mich da drauf gesetzt und habe mir gedacht, das ist alles ein bisschen soft für mich. Brauchst du eine härtere Feder? Ich brauche eine härtere Feder, definitiv. Ich auch, so ein Mist. Ich habe 30 Kilo mehr als die Jockeys da, aber alles Ausredensucherei hier. Einfach den Schwung nicht verlieren, ja. Ehrlich gesagt. Was Tim? Hat dir jetzt so besonders gut gefallen? Ich habe jetzt eben mit Michael Galinski gesprochen, der hat gesagt so, ja, ECU geändert, mehr Luft gegeben, eigenes Mapping auch geschrieben. Ja. Quickshifter hat sie, glaube ich, ne? Quickshifter hat sie. Also, war so herausragend jetzt. Also der Quickshifter funktioniert richtig geil, das ist echt cool. Also klar, Blipper hast du nicht, brauchst du aber auch nicht. Und die Leistungsentfaltung von dem Ding ist auch für so einen kleinen Motor echt gut. Also es ist jetzt nicht so, als würde das Ding aus den Ecken raus gar nicht gehen, sondern man denkt sich beim ersten Losfahren schon so, huch, das ist ja doch flott. Klar, wie gesagt, Schwung brauchst du dann, aber so die Leistungsentfaltung von dem Motor ist richtig gut. Und ja gut, Bremse ist Standard geblieben. Nee, super, also Fahrwerk auch. Also der Michael hat ja einfach das Grundsetup gemacht, das habe ich jetzt auch für heute genommen. Ich habe einfach zwei Klicks Druckstufe hinten dazu, weil ich ein bisschen schwerer bin, das habe ich nach dem ersten Turn gemerkt. Aber ansonsten muss ich mit dem Teil halt erstmal klarkommen und das funktioniert überraschend gut. Wirklich. Dario, weißt du, dass wir uns schon so lange kennen? Da warst du so alt jetzt wie die Kinder. Die du betrost. Danke fürs Kompliment. Gut, ne? Ja. Wie alt bist du jetzt? 36 tatsächlich, 36. Ja. Ja, Wahnsinn. Hammer. Ein Jahr jünger als du. Danke dafür. Mega. Hast du Spaß gehabt, oder? Mega, ja. Heute war hast geil. Hast du so ein bisschen schon eine Flamme gesehen irgendwo? So der ein oder andere hat mich heute echt überrascht, muss ich sagen. Ja? Ich werde noch nicht verraten, wer, weil man soll ja die... Den Tag nicht vor dem... Ja, genau. Man soll die nicht zu früh loben, ne? Dann werden ja, sie, genau, dann, wer weiß. Übermütig. Aber nee, ich bin echt positiv überrascht. Also heute war ein toller Tag. Wir hatten ein bisschen... Am Morgen war es ja ein bisschen wechselhaft noch vom Wetter. Ja, genau. Aber jetzt am Nachmittag... Alles klasse gewesen. Wetter war super, Konditionen waren gut draußen, Grip war in Ordnung und sie haben fleißig Gas gegeben. Ja, sehr schön. Hast du auch Spaß gehabt dann? Ja, war geil. Gut. Ich konnte jetzt nochmal die letzten zwei Turns noch ein bisschen schneller fahren, so mit den schnelleren Fahrern. War geil. Ja. Jetzt gibt es so eine Streuung, aber da ist, ich meine, das ist jetzt schwer zu sagen, erster Tag. Ne? Erstmal rumrollen. Hast du heute früh gesagt, ich lasse dich erstmal fahren und guck mir das mal an. Ja, das Ding ist, war halt so, dass... Einige, die waren ja auch bei mir noch in Spanien gewesen über den Winter, die sind natürlich ein bisschen mehr im Rhythmus. Aber du hast halt gesehen, dass von der letzten Fahrt letztes Jahr in Oschersleben ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und da hat der eine oder andere sich schon erstmal zurechtfinden müssen. Das ist aber auch ganz normal. Ne? Es ist, jeder ist ambitioniert und jeder denkt, ja, okay, wir gehen jetzt wieder Motorrad fahren. Ich bin Minimum genauso schnell wie, da, wie wo ich aufgehört habe. Minimum. Minimum. Wenn nicht sogar schneller, weil ich habe ja was dazugelernt über den Winter, theoretisch. Und ja, die Realität sieht dann schnell anders aus, aber toi toi toi, also ist nichts Großartiges kaputt gegangen, ein oder andere kleine Sturz, aber gehört mit dazu. Genau, gehört. Ist Lernphase, kennst du ja alle. Genau. Ja, jetzt so abschließend, R3, cooles Teil, oder? Bist du auch schon die modifizierte Variante gefahren oder so eine... Nee, ich muss noch Standard fahren. Standard? Okay. Die lassen mich nicht mit mehr Power fahren. Ja, aber also ich bin schon die Modifizierte, bin ich auch schon gefahren, tatsächlich letztes Jahr, wo wir in Oschersleben die ersten Trackdays gemacht hatten mit Yamaha und Hafenegger Renntrainings.
Also ich bin eh ein Fan davon, ne? Kennst du mich ja. Also ich finde gerade für die jungen Racer oder auch schon für ältere Ambitionierte, es ist eine mega gute Möglichkeit, um für sich selber als Rennfahrer wirklich sehr viel dazu zu lernen. Ja, du hast weniger Geschwindigkeiten, was für den einen oder anderen jetzt langweilig klingt, aber du hast halt auch, genau, du hast sau viel Feedback. Also auch wenn du 100 km/h weniger hast, die Sensation in der Kurve ist genauso wahnsinnig, wie wenn du mit dem Superbike da reinfährst. Also ganz ehrlich, ich habe manchmal sogar mehr Herzklopfen, gerade auch mit den jungen Kids, so, die sind ja sowieso viel schmerzfreier. Das ist schon wieder ist anders. Lässt mich so an 125er-Zeiten denken. Ja, ne? Aber ja, also für mich macht es saumäßig viel Spaß. Ich bin auch froh, dass es mit Yamaha so eine gute Möglichkeit gibt oder so eine Lobby jetzt, dass wir den jungen Fahrern oder den jungen Kids so eine Möglichkeit bieten können, sich professionellen Rennsport anzueignen, auf großen Rennstrecken zu fahren und dann natürlich halt ein Team zu haben, was mega ist. So, ja, jetzt sind hier alle ihre letzten Runden gefahren. Jetzt startet gleich ein Livestream für die Jungs und Mädels, die hier am Start sind, mit der Theorie. Sehr cool gelöst, gerade jetzt in den Zeiten ist das einfach genial gelöst, sodass man einfach sicher sein kann, dass alles sicher ist. Ja, es sieht gespenstisch leer aus, aber immerhin, die Veranstaltung hat doch viele, viele Teilnehmer. Es ist so organisiert, dass das hier auch regelkonform ausgeführt werden kann. So, und wenn es euch jetzt gefallen hat, dann schenkt gerne ein Däumchen nach oben und wir sehen uns in 3-4 Tagen. Ciao!